Hey, Chase. Hallo, Ellie. Was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Wir sollen jetzt... Wohin fahren? Mit der Bahn. Gut, dann... Okay. Zweiter Bahnhof. Kann ich jetzt laufen? Ja. Wohin soll ich jetzt eigentlich? Jetzt kann ich das hier öffnen. Was ist dahinter? Ah, sehr viel Edelsteine. Das ist schön. So. Ich muss jetzt zur Haltestelle gehen. Ja, genau. Nehme ich mal lieber den Polizisten. Nicht, dass ich hier noch als Dieb verhaftet werde. Oh, das ging ja wirklich schnell. Und hier muss ich jetzt zur Mine, genau. Hey du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Ha. Geh aber trotzdem. Richtig. Hier kommt keiner rein, der nicht rein darf. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schichtsirene ertönt. Warum sage ich das eigentlich? Ich will trotzdem hier rein. Darf ich? Nein, wohl nicht. Hallo? Na, egal. Geh mal halt hier hin und gucken, ob wir das irgendwie trotzdem noch machen können. Kann ich das aufmachen? Ja. Falscher Knopf. Los. Nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst sie nicht verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er. Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Oh. Du hast zum Kuckuck! Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal! Dynamit ist nicht zum Spielen da! Und du! Zieh dir Schutzkleidung an! Aye, aye, Sir.
Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur graben. Idioten! Hätten sich die Arbeit sparen und das ganze Erz einfach holen sollen. So ein Mist aber auch. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Da hat sich alles komplett verklemmt. Das passiert. Der Silberblock steckt so fest, dass man ihn da raussprengen muss. Aha. Jetzt? Bevor wir das Ding da nicht rauskriegen, können wir den Kran nicht benutzen. Mhm. Och Mann! Die Gleise sind noch nicht fertig. Wie soll ich die Lore mit dem Dynamit bewegen? Ja, erstmal mache ich das hier. Gut. Das haben wir schon mal. Das mache ich halt kaputt. Und dann das. Okay. Achso. Interessant. Was soll das sein? Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Ah, damit ich hier hochkommen kann. Brauche ich wieder den Polizisten. Mein Soll schaffe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Okay. Kann man mal machen. Hatte ja gehofft, dass wir uns ein Werkzeug aussuchen dürfen, aber der Vorarbeiter hat mir eine Spitzhacke ans Herz gelegt. Das Gebäude, das Blackwell plante, sah richtig toll aus. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. So, wieder den hier nehmen. Habe ich jetzt eine Spitzhacke? Ja. Freigeschaltet. Chase McCain Bergbau. Glaube ich, stand da. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Ja. Mal sehen. Wie hieß da? Bergarbeiter, ja. Gut. Kann ich ja runter, ne? Hallo? Danke. Was es hier alles so gibt in den Steinen. So, was kann ich jetzt hier mitmachen? So. Nichts. Aber jetzt.
Ah, jetzt habe ich Dynamit. Aber wenn du die Gleise reparierst, darfst du den Wagen schieben. Okay. Ob mir der Vorarbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu borgen, um damit den Baumstumpf in meinem Garten zu entfernen? Wahrscheinlich nicht. Ständig ist man vor fallenden Stalaktiten auf der Hut und dann, bumm, kriegt man den fallenden Schuh auf die Birne. Oh, kannst du mal sehen. Der Silberblock steckt. Ja, das wissen wir doch jetzt. Dass man ihn da raussprengen muss. Dann machen wir das mal als erstes. Bevor wir das Ding da nicht rauskriegen, ja, können wir hier den Kran nicht benutzen. Danke. Bitte. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Gut. Dann wollen wir hier auch mal was aufbauen. Du hast die Gleise repariert. Beste ja. Freunde für immer. Oh, willst nee. Du deine Lore schieben? Eigentlich nicht, aber muss ich ja. Oh. Wow, was für eine Explosion. Erst hat es voll gemacht und ich so gut, die zwei haben wir, dann hau ich mal ab, tschüss. Oh gut, ich werde bereits erwartet. Na ja. Ich glaube, da will jemand verhindern, dass ich Stinker finde. Na, denke ich auch. So, das kann ich nicht. Das kann ich aber. Das scheint mir eine Felskante zu sein. Hier noch machen. Auch noch was kaputt machen und da hinten. Bisschen Dynamit abstauben. Oh, geh mal her. Danke. Und bitte. Ups, okay. Verstanden. Keine Bohnen mehr. Ui. Ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Nee, gibt's hier nicht. Super, ein Sprungbrett.
fühle ich mich gleich sicherer. Ja. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. 3, 2, 1. Los! Ich hab's mir anders überlegt! Jetzt ist zu spät. Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Ja, hab ich. Hä? Wieso war das da überhaupt? Gute Frage. Nach einer Weile gewöhnt man sich fast an den Schrecken. Oh nee, das Tollste habe ich natürlich nicht bekommen. Falsche Seite. Na gut, geil. Gut. Hätten wir das auch schon mal geschafft. Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Ach so. Nein. Ich habe den spaßigen Weg genommen. Sowas. Wenn man einen Fallschirm hat. Gut. Naja, wäre nicht gut. Hab ja nicht alle kaputt gemacht. So, den kriege ich nicht mehr. Na gut, egal. So, dafür brauche ich wieder Dynamit. Hier machen. Na, lässt sie mich da durch? Danke. Na, hier gibt es wieder so viel zu machen. Thank you.
Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Ja, siehst du. Wir haben erst 7.000. Achso, ich brauche den Polizisten wieder dafür. Na gut, mach ich erstmal alles kaputt. Schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Ja, und warum habt das nicht gekriegt? Da. Dann wollen wir mal. Wieder wechseln. So. Tut mir leid, Mister. Mit dem Nickerchen ist es gleich vorbei. Ja. Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. Gesund. Hallo, darf ich auch aufbauen? Danke. Na. Kann ich das hier auch endlich aufbauen. Wie sollen wir denn auf die andere Seite der Höhle kommen? So. Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Aha. Aber ich gehe rein. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Pass mal auf. Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh! 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 Haha, das sollte ihn aufhalten. Nö. Beine dran, Arme dran, Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Ups. Ey, ich hab doch gedrückt. Alter.
noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Gut. Wie komme ich da hoch? Vielleicht was Richtiges kaputt gemacht. Hä? Gut. So, Spitzhacke. Da. Aua. Ist Stinker? Gute Frage. Ups, bin ich wo reingefallen? Aus Versehen. Vielleicht ist Stinker ja auch in diesem Safe. Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde. Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Und wie? Wo? Wann? Achso. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh. Hey! Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe noch einen Bergmann gesucht. Aber
Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia, du bist meinetwegen hier? Nein, er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Naja, fast 100% mal wieder. Goldenstein 8. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt ihr zu meinem Kanal rechts und weitere Videos. Verlinkt das gerne in Like und Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.